Ersatzmaster meines der Firma Tieselberg. Deshalb begrüße ich vorneweg Frau Sabine Dörr als Geschäftsführerin, Gesellschafterin von Tieselberg und Partnerin natürlich der Stuttgarter Master. Isabel Wert, unsere Siegerin, herzlichen Glückwunsch und Prost. Dankeschön. Und Andreas Krieg ist ebenfalls von der Turnierleitung mit dabei und beantwortet sehr gerne Ihre Frage, Isabel. Es lief wie am Schnürchen, das sah man euch beiden an. Gestern hast du beim Ausreiten einen Ausdruck der Freude gebracht, heute schon wieder. Was hat dir heute am meisten Spaß gemacht? Dass es heute einfach eine sehr, sehr runde, gleichmäßige, fließende Prüfung war. Das Pferd hat totales Vertrauen in der Prüfung gehabt und ich hatte eigentlich nur drei Kleinigkeiten, die ich jetzt noch ein bisschen Feintuning machen muss. Aber er war so ein klein bisschen durch die Kühltour, durch das Ganze etwas spannend geworden. Hatte so in der Prüfung schon mal das eine oder andere eine Unsicherheit bekommen. Und ich war sehr, sehr zufrieden, dass das heute aus einem Guss lief und ich eine, glaube ich, wirklich runde Serie Prüfung machen konnte. Oder? Wie bestätigen Sie das? Ich war so begeistert von dem Ritt und auch vielen anderen, aber ich habe tatsächlich die Perfektion wieder einmal tatsächlich genießen können. Und jedes Pi und Paar macht einen stolz, wenn man das sehen kann aus der Entfernung, wie schön sie das im Video gemeinsam präsentieren konnten. Hat mich sehr begeistert in der Tat. Frau Löhr, Sie haben selbst zwei reitende Töchter, sind im Dressursport unterwegs. Ja. Wie weit sind die beiden? Ja, die eine reitet im Landeskader Baden-Württemberg. Wir schauen, was da vielleicht noch weiter möglich ist. Sehr schön. Isabel, das ist der 6. Sieg in Folge, der 3. mit dem Video, der 15. insgesamt von 33. Das heißt, du hast 44% der German Research Master für dich entschieden. Geht das so weiter? Die Prozentrechnung ist ja gemein. Dauert es bis zum 19. Sieg, zu dem 38. German Research Master, dann hast du 50%. Du scheinst es aus dem Ärmel zu schütteln. Mit so zwei unterschiedlichen Pferden, gestern Bella Rose und heute Emilio. Und wenn wir die anderen Pferde bei dir im Stall angucken, dann gleicht ja eigentlich nicht unbedingt jeder dem anderen vom Reiter nicht in Anspruch her. Nein, das ist richtig und das ist auch der besondere Reiz und die Freude, die mich ja jeden Tag immer wieder in den Stall treibt und auch begleitet, auch bei der Wahl der jungen Pferde oder der Auswahl. Und es ist richtig, ich bin im Moment wirklich außergewöhnlich gut geritten und drei Pferde wirklich international unter den Top 10 zu haben, die sich wirklich auch wechseln und austauschen können. Das macht riesen Spaß. Ist natürlich Anspruch, immer wieder auch die Leistung abrufen zu können, wenn wir sie brauchen. Und alle Pferde, durch die Vielzahl der Pferde, habe ich natürlich das große Glück, dass kein Pferd eigentlich mehr als 5 oder vielleicht 6 Turniere, je nach Bedarf, aber maximal 5 Turniere machen muss im Jahr. Das heißt, die Pausen zwischendurch sind gewährleistet. Also das ist alles eine sehr, sehr komfortable Situation. Und ja, ich versuche es so lange wie möglich zu erhalten und parallel natürlich trotzdem an jungen Pferden zu arbeiten und aufzubauen. Und das ist nach wie vor das, was mir riesen Spaß macht. Andreas Krieg, Isabel Werth, ein Stimmungsgerand, heute Morgen mal wieder eine super Stimmung in der Halle. Wie sieht das die Turnier? Ja, also die Dressur, die gehört zu Stuttgart, das ist ein Erfolg. Mich freut, wenn die Tribünen voll sind und die Stimmung ist wirklich fantastisch. Also, das sieht gut aus. Vielen Dank, das war die gute Warm-up-Runde. Jetzt sind Sie dran, Herr Bauchmann. Isabel, du hast vorhin ein bisschen, denke ich, auf das Problem hingewiesen, dass hier die klassische Tour ein bisschen ins Hintertreffen gerät. Wie verhindern wir, oder ihr, oder nicht ihr, wie verhindern wir, dass es, ja, sagen wir es darauf, weiter runtergeht? Na gut, wir können es nur durch Leistung verhindern und durch die Frage, dass wir diese Prüfung wahrnehmen. Es ist natürlich das ganz große Problem in der jetzigen Phase. Wir haben so viele Turniere im November und Dezember, dass für viele das natürlich sehr schwierig ist, die nur über ein Pferd verfügen, die Turniere alle zu besuchen. Ich habe eben das große Glück, mit den vielen Pferden mehr oder weniger alle Turniere besuchen zu können, präsent zu sein. Dorothy ist ebenfalls extrem fleißig unterwegs und hat mehrere Pferde. Jesse, aber das kann nur unsere Aufgabe sein, eben auch gerade die klassische Tour vorne zu unterstützen. Ich glaube, dass wir trotz
eines kleineren Feldes hier gut Sport gesehen haben im Spezial heute. Und ich glaube, dass wir gute Stimmung hatten, wie wir schon angesprochen haben. Ich kann mich nicht entsinnen, dass wir morgens im Spezial schon so viele Menschen gehabt haben, die das auch mitgenommen haben. Und ich glaube, dass sie heute auch durch guten Sport belohnt worden sind. Die 10 Pferde am Sonntagmorgen ist, glaube ich, auch eine gute Anzahl. Nicht zu lang und nicht zu wenig. Und trotzdem sind wir gefragt, wir reiten in erster Linie, wenn uns der Veranstalter die Plattform bietet, dass wir hier entsprechend uns präsentieren und eben guten Sport zeigen. Bitte. Ja. Frau, ich habe eine Frage an alle. Was macht der letztjährige Masters Schimmel Belanti bei Ihnen? Ja, der ist Gott sei Dank in einer sehr guten Entwicklung, aber hat ein bisschen das Problem, dass er nicht so häufig zum Einsatz gekommen ist aufgrund der anderen Pferde und Turniere. Aber ich habe natürlich ist er jetzt, ich würde mal sagen, so ziemlich Grand Prix fertig und im nächsten Jahr soll es da auch losgehen. Das ist dann jetzt Glück oder Pech. Auf der einen Seite wären 2-3 Turniere gut gewesen für die Überprüfung, für den Aufbau. Auf der anderen Seite hat er natürlich auch eine große Chance, in Ruhe hineinzuwachsen und zu wachsen, ohne dass er jetzt mal vielleicht noch halbfertig schon die eine oder andere Prüfung gehen muss. Aber ungebrochen ein großartiges Talent mit dem Ziel, im nächsten Jahr in den Grand Prix Sport hineinzugehen. Eine Frage an die Turnierleitung. Inwieweit ist der Eindruck, dass es mehr Zuschauer waren, korrekt im Vergleich zum letzten Jahr? Zuschauerzahl heute Morgen. Herr Kroll, Geschäftsführer von den Stuttgart. Wir haben ja gleich schon noch die Abschlusskonferenz. Der kann Ihnen gleich noch Auskunft geben über die genauen Zuschauerzahlen. Ja, also wenn wir das nochmal insgesamt machen, aber heute Morgen waren es doch über 6.000 schon wieder. Ja. Das ist für Sonntagmorgen eine fantastische Zahl. Stimmen die Augen doch. Noch weitere Fragen jeweils? Sonst darf ich zum Fototermin bitten. Danke herzlich, gratuliere nochmal und Herr Neuer, vielen Dank, dass Sie dabei sind und uns so toll unterstützen. Dann soll es auch so bleiben. Oh, mein Handy. Ja. Hier drauf, gell?